Ola Paloma Blanca. Das ist ein schrecklicher Schlager aus den 70er Jahren. Und ich glaube, mit 2 oder 3 Jahren habe ich meine Eltern genervt damit immer. Spiel Paloma Blanca. Ich glaube, das Wichtigste war dann sowas Profanes wie das blaue Album von den Beatles. Das hat mich wirklich umgehauen. Als erstes Album. Da war ich vielleicht 10 oder 11. Vielleicht nicht die erste Erinnerung, aber Carlo von Tiedemann, den gibt es immer noch. Der ist bei 90,3 beim NDR und ich fühle mich direkt an meine Kindheit erinnert, weil selbst bei den Schulaufgaben damals hat er mir schon Ablenkungen gegeben. Irgendwie lustig, dass es den immer noch gibt. Ja, früher war alles besser. Nein, natürlich nicht. Ich meine, frag jeden Musiker, er wird dir sagen, jetzt gerade. Ich finde das toll, das ist eine Sache der Entwicklung und man lernt nie aus und es geht immer weiter. Herrlich. Nee, die Projekte, die ich nicht realisiert habe, das bereut man eher. Alles, was ich gemacht habe, da bin ich recht froh drum. Naja, in erster Linie natürlich andere Menschen, andere Musiker, sich mit anderen Leuten zusammenzutun und von denen zu lernen. Das ist schon der Grund, warum man immer weitermacht. Ja, keine Ahnung. Also habe ich wirklich so selten, dass mich das trifft. Ich informiere mich politisch eher über Artikel, Berichte. Ich finde aber, mich trifft, also was mich dann schon berührt, ist so wie Jugend ohne Gott, ohne Faschismus. Was? Jugend ohne Gott gegen Faschismus von Tokotronic. Das haut mich dann natürlich auch um. Das hat eine Kraft und eine Wucht, der man sich nicht entziehen kann. Ich habe da noch nie drüber nachgedacht. Ich glaube, dass die Haltung, mit der man Musik macht, immer ein bisschen politisch ist. Aber so Tagespolitik oder so Gesellschaftspolitik in Texten zu verarbeiten, da habe ich gar nicht so viel Erfahrung mit, um ehrlich zu sein.